herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Zu viel gekauft, zu viel gekocht oder einfach etwas im Kühlschrank vergessen? Beinahe jeden Tag werden Lebensmittel im Müll entsorgt. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit wenig Aufwand etwas aus dem Resten zaubert und das zu viel gekaufte verarbeitet. Heute bereite ich eine Quiche zu. Zuerst stellen wir einen Mürbteig her. Dazu geben wir das Mehl, die Butter, das Ei und 2 Esslöffel saure Sahne in eine Schüssel. Wer keine saure Sahne zu Hause hat, kann 2 Esslöffel Wasser oder Zucker nehmen. Essig. Eine Prise Salz. Und mit einem Handrührgerät kurz durchkneten. So sieht der fertige Mürbteig dann aus. Dann geben wir ihn in die Quicheform und rollen ihn aus. So, dann blanchieren wir mal das Gemüse. Einmal die Karotten, die Kohlrabi, und die Paprika. So, dann kommt das blanchierte Gemüse ins Eiswasser, damit die Farbe erhalten bleibt und das Gemüse nicht weich wird. So, dann bereite ich die Eiermasse zu. Eier, Schmand und mit Pfeffer und Muskat und einen halben Teelöffel Salz würzen und mit dem Schneebesen verquirlen. So, dann verteilen wir das blanchierte Gemüse auf den Mürbteig. Dann die Tiefkühlerbsen. Wer zu Hause noch Schinken, Speck oder ein Wurst oder kalten Braten übrig hat, kann das auch noch mitverwenden. Zwiebeln, wer möchte. Und dann zum Schluss kommt die Eiermasse darüber. Jetzt noch, bevor ein Backofen kommt, den geriebenen Käse darüber streuen. So, dann schiebe ich die fertige Quiche vorbereitet in den vorgeheizten Backofen. So, nach 30 bis 40 Minuten ist die Quiche dann fertig. So kann die Quiche serviert werden. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit.